Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Strategic Command World War II War in Europe gegen den Steinwallen. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit Operation Tatzelwurm weitergeht. Wir sind ja relativ weit vorgestoßen, jetzt schon Richtung Ägypten. Mal gucken, wo das noch hinführt und vor allem die Gefechte im Tunis sind nach wie vor recht intensiv. Mal schauen. Los geht's und pünktlich zum Start ist auch die Katze hier mit am Platz. Hier wird schon unsere Armee jetzt südlich von Tunis angegriffen. Die Panzer haben sich dort verstärkt. Und Steinwallen zieht sich hier in Libyen zurück. Okay, Sidi Barrani lässt er noch gedeckt. Die U-Boote haben gerade keine Chance gegen mein Schlachtschiff hier im Hafen. Was passiert noch? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Ganze jetzt hier mal ein bisschen strategische Bombardierungen mal wieder. Verteidigung durch Luftabwehr. Aber jetzt ist was abgezogen. Und bei uns minus 1 südlich von Lille bei der Ressource. Abfangjäger hier, wo greift er an? Ich habe es immer noch nicht genau gesehen. Immerhin haben jetzt unsere Abfangjäger auch schon was erledigt. Und hoffentlich die Bombe auch beschädigt. Das waren jetzt zwei verschiedene Bomber, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ne, war einer. Ja, in den Häfen bin ich ja Gott sei Dank gut geschützt. Da passiert nicht viel, deswegen bin ich auch in die Häfen reingezogen. Steinwallen müssten momentan auch, was die Briten angeht, so ein bisschen die ja, MPP-Fesseln angelegt worden sein. Da war die Geschichte jetzt im Irak. Wiederholung abgeschlossen. Was ist denn da genau passiert? Putsch von Befürwortern der Achsenmächte im Irak. Irak bereitet sich auf den Krieg vor. Okay. Das Vereinigte Königreich annektiert im Rahmen des anglo-irakischen Verteidigungsabkommens Basra. Das 13. indische Korps landet in Basra. Nachschubmangel bei der 2. Garnison. Irak schließt sich den Achsenmächten an. Oh, sehr gut. Wirtschaftssanktionen der Alliierten gegen den Irak. Deutsches Hauptquartier. Die italienische Botschaft in Bagdad berichtet, dass Rashid Ali Waffen, Geld und Luftunterstützung benötigt. Die Italiener bereiten eine Hilfslieferung vor, allerdings müssten wir für insgesamt 30 MPP unserer eigenen Hilfsmission Codename Sonderkommando Jung auf den Weg schicken, damit das Ganze eine vertretbare Wirkung zeigt. Leider dürften die Iraker auch mit unserer Unterstützung nicht unendlich lange durchhalten können, aber diese Mission könnte ihnen einige Zeit verschaffen und damit die Wiederaufnahme der Erdölproduktion für den Feind weiter verzögern. Soll das Sonderkommando Jung losgeschickt werden, um die Iraker zu unterstützen? Informationen. Indem wir den Irakern helfen, stärken wir Rashid Alis Position bei einem alliierten Vorstoß auf die irakische Hauptstadt. Damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Iraker kapitulieren, wenn zwei oder mehr alliierte Einheiten in Bagdad eindringen, von 75 auf 25 Punkte pro Runde gesenkt. Ja, das ist gut. Mit einer positiven Antwort stärken wir auch unsere diplomatische Stellung in Syrien, denn die Syrer werden beim Anblick unserer Flugzeuge, die Syrien durchqueren müssen, 10-15% stärker in Richtung der Achsenmächte tendieren. Das gefällt mir. Der hat 30 MPP, da braucht man gar nicht groß nachdenken. Gut. Schauen wir mal, das war hier drüben. Das heißt, hier die Briten haben hier unten die Ölfelder bei Basra, beziehungsweise bei Basra gelandet. Und hier oben haben wir jetzt eine irakische Garnison. Könnten wir die verstärken, upgraden? Nee, da könnte man nichts machen. Ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick und dann schauen wir, wie es weitergeht. Legen wir los bei unserer Heeresgruppe Afrika West. Was haben wir denn für Optionen momentan? Ich könnte 1:2 hier... Ach, das ist das British Expeditionary Force. Die sind jetzt ja in Frankreich durch die Lappen gegangen. Die sind verschanzt mit 1 von 4 Punkten. Das heißt, es wäre wahrscheinlich relativ sinnvoll, die zuerst zu entschanzen. Das machen wir jetzt mal mit den Italienern. Abfangjäger, ja, Mizi, dich brauche ich heute. Die letzten Runden auch schon viel gebracht. Eskorten. Minus 2 bei ihm. Oh, minus 3 bei meinen Jägern. Minus 1 bei den Bombern. Wie vorher zu sehen. Ah, okay, wir haben jetzt hier also einen Flugzeugträger, der in Tunis liegt. Jetzt Katz. Jetzt komm her, beruhig dich. Ist alles nicht so tragisch. Jetzt haben wir hier 1:3. Jawohl, 3 ist schon mal gut. Dann, wenn ich das Korps hier rausziehen, die Armee muss ich rausziehen. Bloß mit wem? Wahrscheinlich müssten wir hier mit unserer 4. Armee angreifen. Bewegen wir das hier mal südlich.
1-3. Vielleicht schaffen wir es und kriegen die Armee hier raus. Jawohl. Tunis ist frei. Sehr gut. Gut, die Panzer, das machen wir lieber gleich, bevor ich es vergesse. Möglichst weit verstärken. Das kostet uns 112 MPP. Damit haben wir im Prinzip die italienischen Militärausgaben für diese Runde schon erledigt. Wir könnten sogar in die Stadt reinziehen, aber ich würde mich natürlich noch dafür interessieren. Was haben denn die 5. Armee Italien? Aktionspunkte 3. Wenn wir hier drin sind, 2. Machen wir das. Greifen wir den Flugzeugträger noch an. Wer ist denn das? Die Illustrious. Illustrious. Abfangaktion 1. Aktionspunkte 21. Stärke 10. Gut, immerhin 3 abgezogen. Was ich mich jetzt frage ist, wen wir besser zur Verteidigung von Tunis aufstellen. Ich würde aber eigentlich denken, wir haben natürlich das Problem, dass hier die Panzerarmee steht. Das heißt, er wird wahrscheinlich mit ziemlich vielen Kräften hier Tunis angreifen wollen und müssen. Das heißt, im schlimmsten Fall kann diese Garnison hier angreifen, die Armee hier angreifen und die Panzergruppe angreifen. Das dürfte die Armee, die in Tunis steht, nicht überleben. Frage ist, ob ich das 4. Armee, ob die das packt. Ah, ich nehme mir da mal kurz Zeit, das nochmal zu überlegen. Die Entscheidung ist mir jetzt nicht, oder fällt mir jetzt nicht leicht. Ich werde die beiden hier dort zum Durchtauschen und versuchen, das Ganze hier mit der 4. Armee zu verteidigen. Wichtig wird jetzt auch noch sein, dass ich möglichst die meine Luftflotten, jetzt schauen wir mal, ob wir die Illustrious angreifen können. 5-0, 1-0, 4-2, das wären die einzigen, die momentan da angreifen könnten. 4-1. Haben wir denn Möglichkeiten, die Panzer hier anzugreifen? 1-0, hier kommen wir nicht hin, leider. 1-0, ne, das gefällt mir nicht. Was haben die hier eigentlich für eine Moral von 50? Wäre vielleicht gar nicht schlecht, die. Aber ich habe hier wahrscheinlich horrende Verluste gegen die Panzer. Was haben wir mit den deutschen Bombern? Was können wir denn hier eigentlich upgraden? Erdkampfwaffen. Die bringen uns nichts. Dabei haben wir bloß 1,5. Und das bringt keinen Mehrwert. Eigenschaften. Demoralisierung von 60. Das heißt, man würde natürlich hier die Moral erstmal runterbringen. Auf der anderen Seite, was haben wir denn hier für eine Moral? 56. Werden sich die wahrscheinlich bis zur nächsten Runde wieder einigermaßen erholen. Ist nicht einfach. Jetzt bewegen wir mal das italienische Korps dahin. Kann man auch nichts machen. Wie ist denn die Versorgungslage? Das ist natürlich ausgesprochen gut. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidungen. Jetzt nehmen wir mal hier die zweite Festung ein. Da wurde mir jetzt eine Spielmechanik mal aufgeklärt, und zwar, dass ich mich gar nicht an Steinwallen ranschleichen konnte, denn die Festungen, die klären sozusagen auf. Das heißt, Steinwallen hat mitbekommen, mit was ich hier durchgezogen bin, aber zumindest kriegt das jetzt hier nicht mit, mit meinem 4. Korps. Ich könnte mein 4. Korps natürlich auch deutlich weiter bewegen. Allerdings, man darf nicht vergessen, man sieht es hier, minus 65% Moral. Geht zwar relativ schnell wieder hoch, aber ich glaube, dass der Verlust an Moral die Geschwindigkeit nicht aufwiegt. Von daher machen wir es mal eher langsam. Und die Panzer führen wir jetzt auch nach oben. Ich frage mich tatsächlich, wie sieht denn das mit der Versorgung aus? Bis hier ran zwei Felder, dann kann er mich jetzt nicht sehen. Wenn ich bis hier hochziehe, da komme ich eh nicht hoch. Nee. Okay. Ist jetzt schwierig. Also die britischen Panzer noch demoralisieren. Was wir jetzt hier mal machen auf alle Fälle ist erstmal, was haben wir hier für Upgrades? Erdkampfwaffen bringt uns nichts. Wir verstärken uns jetzt erstmal, denn ich muss natürlich das Ganze hier ausbalancieren, dass meine Luftflotten hier nicht allzu groß, denn ich möchte natürlich verhindern, dass die Luftflotten hier aufgerieben werden. 7, 5.
4:1 ist natürlich auch kein Wert hier gegen den Flugzeugträger. Ist denn hier die Versorgung? Hier wäre die Versorgung besser. Sind hier oben dann schon ein bisschen schutzlos. Allerdings könnte ich natürlich relativ schnell und stark wieder zum Gegenschlag ausholen. Ich denke mal, dass es jetzt tatsächlich wichtiger ist, dass ich meine... Was haben wir hier für Upgrades? Erdkampfwaffen bringt uns nichts. Marinewaffen wäre natürlich interessant. Aber tatsächlich sollten wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Luftflotten jetzt hier wieder möglichst verstärken. Ich denke mal, das lohnt sich auch nicht. Der Flugzeugträger hat auch noch zu viele. Verstärken kann ich die hier nicht. Das liegt an den Werten. Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn, hier weitere Risiken einzugehen. Ich bin immer noch etwas gewillt, eventuell die Panzer hier zu demoralisieren. Wir machen das jetzt. Komm. Minus 1 bei ihm. Oh, das war hart. Schauen wir mal, ob es was gebracht hat. 10er Panzer, Moral 32. Ja, wahrscheinlich war das eher suboptimal. Schauen wir mal rüber zur Heeresgruppe Afrika Ost. Mit der 10. Armee könnten wir bis hierher vorrücken. Frage ist, Sidi Barani. Sidi Barani schafft es hier, die 3. Armee Sidi Barani und die Garnison hier rauszuschlagen. Mir geht es darum, dass ich mit meinen Armeen relativ schnell nachrücken kann, dass meine Panzerspitzen nicht alleine in der Luft hängen. Oder sollte ich die tatsächlich jetzt versuchen, erst hier rauszubringen? Versorgung ist 4, das heißt, das neuseeländische Korps wäre auch weg. Ich glaube allerdings, dass es mir schon gelingt. Wie weit kommen wir denn mit unseren... Bis hier vor. Nicht einfach. Also mir geht es darum, die jetzt hier zu vernichten oder möglichst schnell und weit auch mit meinen Korps schon vorzustoßen. Allerdings ist es natürlich schon wichtig, dass Sidi Barani frei wird. Was haben wir da? Ja. Schwierig, schwierig. Ich glaube, wir machen das so. Schauen wir mal. Ah, 0:2 bloß. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das mehr ist. Das war suboptimal. Die italienische Armee wird da auch nicht viel machen können. 3 abgezogen mit etwas Glück. Nee. Die knackt man nicht mehr. Ah! Um einen ist Sidi Barani nicht frei geworden. Kann ich hier noch was rausbewegen? Nee. Doch, die könnte ich rausbewegen. Aber mit der Artillerie, glaube ich. Was heißt, glaube ich? Ah, schauen wir lieber nach. Nee, da kann man nichts ausrichten. Habe ich noch irgendwas? Die Pack. Jetzt rücken wir mal hier vor auf El Alamein. Feindkontakt. Feindliche Garnison 0:3. Den Kampf können wir führen. Minus 2. Wie ist denn die Versorgungslage momentan? Ah, ich krieg die beiden Städte hier nicht frei. Masamatru. Hahaha. Könnte ich hier vorrücken? Ich weiß es nicht. Meine Panzereinheiten müsste ich auch dringend verstärken. Ich könnte mit der Pack hier vorgehen und diese Garnison noch zerstören. Bringt mir das auch was? Ehrlich gesagt ist die Garnison jetzt hier auch kein großer Gegner. Wahrscheinlich sollte ich mit der Pack eher versuchen, hier Masramatru freizukriegen. Bringt mir bloß nichts, weil ich dann die Panzer bewegen muss. Ach, ärgerlich. Nee.
stehen jetzt diese beiden Armeen da noch rum. Na gut, ist das so. Schade, hat nicht geklappt. Ich könnte natürlich versuchen, jetzt immer noch diese Pack hier zu zerstören. Wir haben aber auch hier noch irgendwo Bomber und dergleichen mehr, deswegen sage ich jetzt, wir verstärken die Panzer und rücken in der nächsten Runde möglichst schnell nach. 7. Meine Artillerie. Vielleicht hilft uns das ja. Mit etwas Glück. Wahrscheinlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Gibt es überhaupt eine Chance, dass ich mit denen was anrichte? Ausrichte? Nee. Dadurch ist die Versorgung. Ja, es geht. Ich hätte natürlich schon gerne hier noch was frei gehabt. Gut, es ist so, wie es ist. Lässt sich jetzt nicht ändern. Was ich mich frage, ist jetzt tatsächlich hier bei Alexandria. Ich gehe davon aus, dass der schwer angeschlagene Flugzeugträger und vielleicht auch, ich glaube, hat man hier nicht noch ein schwer angeschlagenes Schlachtschiff, irgendwo in diesem Bereich sind. Das heißt, eigentlich müsste Steinwallen, er weiß jetzt auch nicht, wie viele Einheiten hier vorbeigezogen sind, eigentlich müsste Steinwallen die Häfen räumen, aus Angst davor, dass ich nach Alexandria reinziehe und dann die Schiffe stark beschädige. Wo könnte er hin? Er könnte natürlich jetzt hier noch weiter rüber. Was haben wir denn hier für eine Stadt? Ich weiß es gerade nicht. Port Said. Verlegen, falls der Hafen frei ist. Allerdings wäre er da jetzt auch nicht allzu weit weg. Vielleicht eine Verschiffung nach Beirut oder Tripolis. Oder Zypern hoch. Ich kann leider nicht sehen, wie groß die Versorgungswerte hier sind. Nationaler Moralwert 5. Nationaler Moralwert 2, hier oben auch 2. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die beiden Städte hier oben größere Häfen sind. Ich an seiner Stelle würde wahrscheinlich meine Schiffe zumindest hier rüber verlegen. Was haben wir hier? Nationaler Moralwert. Heraklion, gar nichts, 0. Tja, wo soll das denn jetzt auch hinziehen? Hier vorne sind die Häfen zu. Ich frage mich, ob ich dem Steinwallen eine Falle stelle. Da werde ich mir jetzt aber mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich werde versuchen, jetzt eine Verlegung hier zu verhindern, beziehungsweise schwer zu bestrafen. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, also der Flugzeugträger war ziemlich schwer angeschlagen, könnte allerdings natürlich immer noch Angriffe fliegen. Die Frage ist, ob er das macht. Ich verlege meine U-Boote. Und zwar auf einer Route, wo er mich nicht sehen kann. Schauen wir mal hier Beirut. Ich gehe davon aus, dass er dieses Feld noch aufklären kann. Die Schiffe würden wahrscheinlich direkt hier rüber verlegt werden. Wo kann er denn hier auflaufen? Hier. Schlachtschiff hier noch hinstellen. Okay. Dann haben wir hier unten noch die Andrea Doria. Frage ist, ja, da kann ich noch was runter verlegen. Verlegen wir die ebenfalls. Und zwar hier hin. Ja. Bin ich mal gespannt, ob die Falle zuschnappt oder ob ich mir da selber ein Bein stelle. Hier ist ja nichts mehr. Tripolis würde ich ganz gerne noch schützen. Wir haben hier den Flugzeugträger. Die Frage ist, muss ich Tripolis schützen? Vielleicht eher nicht. Ich sollte eher gucken, dass ich aus der Reichweite des Flugzeugträgers rauskomme. Der ist nämlich tatsächlich noch relativ gefährlich. Jetzt verlegen wir mal die Gorizia. Ebenfalls noch da hoch. Nee, so nicht. So. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Wahrscheinlich bekomme ich dafür einen auf den Deckel. Wird sich zeigen. Aber falls er hier verlegt, fährt er hier irgendwo auf, dürfte mit dem ersten Schiff was verlegt wird. Wahrscheinlich das Schlachtschiff würde ich zumindest erst verlegen. Schon mal Verluste einfahren. Und dann müsst ihr mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir haben
Dann haben wir denn hier noch die Kayuduyo. Können wir die nach Benghazi verlegen? Ah, wir haben hier von anderen Schlachtschiff. Alles können wir da mal lassen. Gut. Die lassen wir hier. Wohin verlegen wir denn hier unsere Flieger? 6, Versorgung 6. Verlegen wir es mal Versorgung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da kommen wir noch hin in der Abfangreichweite. Das ist gut. Verstärken können wir die nicht. Truburg ist offen, da legen wir mal das Hauptquartier rein, dass zumindest irgendjemand drin steht. Gut. Dann haben wir noch die Pola. Gut, solange die im Hafen steht, kann nicht viel passieren. Der Hafen von Tripolis wäre natürlich auch wichtig. Neapel wäre auch wichtig. Verlegen wir doch jetzt mal die Einheit nochmal langsam Richtung Neapel. Okay. Bevor ich jetzt noch einen Fehler mache, ich werde gleich mal Geld noch in die Forschung stecken. Mit den Deutschen momentan geht es noch ganz gut. Momentan brauche ich noch nicht besonders viele neue Einheiten. Wir gehen, weiterentwickelte Panzer, hier haben wir alles eingesetzt, was geht. Wir haben noch 286 verfügbar. Naja, vielleicht sollte ich diese Runde einmal aussetzen. Und weiterentwickeltes Flugzeug, Erdkampfwaffen, vielleicht erst in der nächsten Runde machen. Ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt mal eine Runde sparen, denn ich muss jetzt hier auch langsam mal die weiteren Unternehmungen vorbereiten. Sprich, Norwegen zurückerobern, das irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Das heißt, wir bewegen jetzt hier mal die Prinz Eugen raus und verlegen unser Hauptquartier, beziehungsweise transportieren ihn. Mal auf alle Fälle noch die Einsätze fahren, bevor es Winter wird oder vor dem Winter fertig werden. Ist denn die Versorgungslage 4, 5? Ja gut, wenn der hier aussteckt, muss die nächste Runde besser sein. Ja, das passt. Dann Transport. Die 11. Panzerarmee. Die Einheiten hier, was können wir hier abmachen? Upgrades. Infanteriewaffen Stufe 2. Was kostet uns denn die Mobilität? 60. Das ist natürlich viel. Ich tendiere tatsächlich eher dazu, noch einen der beiden mechanisierten Panzergrenadiere zu verlegen. Und zwar werde ich eine der mechanisierten Panzergrenadiere noch zur Heeresgruppe Afrika Ost verlegen. Denn hier haben wir weite Wege vor uns. Da muss ich auch schnell gehen. Da kommt uns das gerade recht. Wie lang ist der Hafen von Tobruk? In der nächsten Runde müsste der Hafen von Tobruk wieder so weit sein, dass wir ihn befahren können. Beziehungsweise anlaufen können. Panzerarmeen haben wir jetzt hier. Ich könnte natürlich eigentlich noch eine gute Panzergruppe hier drüben gebrauchen. Könnte noch hart genug werden. Auf der anderen Seite haben wir zwei Panzergruppen hier unten. Ne, wisst ihr was, das glaube ich reicht da erstmal. Hier haben wir ein Chor. Luftabwehrwaffen kann nicht schaden. Mobilität 53, wisst ihr was? Die upgraden wir, die können wir auch darüber schicken. Wir haben noch eine Panzergruppe hier drüben, die mechanisierten Korps. Machen wir doch jetzt hier auch gleich nochmal die Upgrades. Dann sind die Einheiten nächste Runde bereit, zumindest verlegt zu werden, wo auch immer sie hin sollen oder wollen oder müssen. Mobilität 1, sind wir bei 113. Ja, komm.
sind die bereit. Eine geht wahrscheinlich nach Norwegen hoch. Sinn und Zweck ist A, die Briten hier vertreiben. Es muss hier auch relativ schnell gehen. Ich habe weite Wege, die Versorgungswege sind weit. Ein gutes Hauptquartier dabei. Vielleicht nehmen wir noch irgendein Hauptquartier hier aus Rumänien, Bulgarien oder sowas mit. Schauen wir mal, wie es uns hinausgeht. Aber Norwegen möchte ich auf alle Fälle jetzt noch von Feindkräften freimachen. Tja, habe ich tatsächlich schon alle Punkte verbraucht. Diplomatie, werden wir nächste Runde einsetzen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Schauen wir da mal rein. Jugoslawien 45%, da glaube ich passiert einfach nichts mehr. Griechenland ist bei 35 nach wie vor, Saudi-Arabien immer noch bei 14, Finnland nach wie vor bei 20. Da hat sich nicht viel getan, Persien bei 10%. Schauen wir uns vielleicht mal die Berichte an. Wie sieht es denn eigentlich aus? Landstreitkräfte. Die Briten haben noch 21 Einheiten Landstreitkräfte. Die Franzosen 8. Die Russen 27. Italien 13. Luftstreitkräfte. Die Vereinigtes Königreich 8. Ich 13. 27 Seeeinheiten. Na gut, das ist klar. Da ist einiges. Bei den Franzosen. Wir schauen uns die Diagramme mal an. MPPs nehmen die Franzosen. Also um die 70 pro Runde ist natürlich nichts. Und die Briten nehmen ein 280 pro Runde. Das ist auch nicht wirklich viel. Allerdings müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was runterbekommen. Das meiste kommt über See rein, über die Häfen. Wir haben jetzt hier schon ein U-Boot der Technologiestufe 2. Ist die Frage, welche Konvoi-Route bedienen wir da? Vielleicht sollten wir die tatsächlich auch mal wieder Richtung Atlantik schicken. Aber jetzt schicken wir sie erstmal auf die Konvoi-Route. Meine Schiffe, die lassen wir jetzt erstmal da, wo sie sind. Ach, die hätte ich noch verstärken können, sollen und müssen. Tja, wo ist mein Geld hin? Mein Geld ist jetzt hier in die Luftflotte geflossen. Ich schaue jetzt nochmal, ob hier eine bessere Versorgungslage möglich ist. Nee, da ist jetzt nichts besser. Okay. Die nächste Runde wird interessant. Und tatsächlich kann ich jetzt auch schon mal anfangen, hier die Einheiten. Ich verlege die jetzt. In Jugoslawien passiert nichts mehr. Die schon mal an die Grenzen hier verlegen. Ah, vielleicht sollte ich hier. Na gut, noch passiert hier nichts. Gut. Die deutschen Einheiten. Also. Na komm, die können wir jetzt einfach erstmal grob. Wir haben hier noch eine Panzereinheit. Die werde ich auf den Schienen lassen. Vielleicht brauchen wir die noch woanders. Und auch die Armeen sollten jetzt natürlich erstmal. Ja, die Frage ist, wahrscheinlich wäre ein deutscher Vorstoß aus dieser Richtung hier nicht das Verkehrteste, wenn wir Russland angreifen. Mal grob hier in Schnitt Richtung Kiew hoch. Über Odessa, Kischinew, Odessa oder direkt hier nach Vinsina. Was haben wir denn hier? Waldgebiete. Da hat man halt lange Distanzen hier zu überbrücken, ohne Versorgung. Schwierig, bräuchte man zwei Hauptquartiere, könnte aber klappen. Ich denke mal, wir verlegen tatsächlich jetzt einen Teil der deutschen Einheiten hier rüber. Tatarenpass. Ungünstiges Gelände hier zum Kämpfen. Wir brauchen hier auf alle Fälle Einheiten zum Verteidigen noch. Ansonsten werden die tendenziell auch eher hier zwischen Czernowitz und Izay eingesetzt. Gut. Die Tirpitz wird nächste Runde upgegradet. Die Italiener können ruhig noch mal ein bisschen sparen.
Können wir noch helfen irgendwie? Besetzen Tirana ist noch offen. Brindisi ist noch offen. Aber auch da könnte ich die Briten schnell ins Meer werfen. Ja, hier kann man auch keine Upgrades mehr machen. Tja, das war's schon für diese Runde. Ich glaube, die war recht schnell. Also, was steht an? Die nächsten zwei der Runden Richtung Norwegen. Dann werden wir auf alle Fälle hier schnellen Fußes Richtung Alexandria vorrücken. Dann werden wir auch gleich mal sehen, wie sehr die Russen drauf anspringen. Das wird den Russen wahrscheinlich nicht gefallen. Wir sind bei 25%, müssen wir auf alle Fälle deutlich im Auge behalten. Und dann bin ich gespannt, ob die Falle hier zuschnappt und ob sie nicht aus meiner Falle eine Gegenfalle wird. Es wird sich zeigen. Und wie er sich jetzt hier in Alexandria verhält. Oder wird er hier Schiffe rausziehen, verlegen? Ich weiß es nicht. Eigentlich kann er das ganze Gebiet nicht einfach aufgeben. Ich denke, wenn ich jetzt wenige Einheiten habe, wovon ich jetzt hier ausgehe, in Jerusalem gab es noch eine Einheit und dann hat man noch irgendwie eine Einheit gespawnt in Ägypten, glaube ich, gell? Kairo oder so. Hinter dem Suezkanal eine Verteidigungslinie bilden, mich eingraben. Denke mal, das wäre wahrscheinlich der Weg, den man gehen könnte oder sollte. Versorgung. Ja, hier kann er auch nicht mehr viel verstärken und wenn, sind die Armeen hier auch weg. Das passt schon. Schauen wir nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich denke nicht. Nein. Ah gut, die Bomber können wir mitnehmen. Die werden wir hier oben kurzfristig einsetzen oder verlege ich die? Ihr wisst ja was. Die hier oben werden ziemlich eingegraben sein. Verlegen wir die schon mal da hoch. Können wir wahrscheinlich gebrauchen. Ja. Neue Einheit haben wir nicht, kaufen können wir nichts. Diplomatie können wir gerade auch nicht machen. Nächste Runde. Dann mehr dazu. Drück mal auf den roten Knopf. Ich traue mich nicht. Irgendwas habe ich doch vergessen, oder? Ah, ich könnte meine Flak mal ein bisschen zentraler hier aufstellen. Gehen wir hier mal nach Brüssel. Meine Abfangjäger. Ansonsten lohnt es sich momentan nicht, großartig Einheiten zu verlegen. Wohin auch. Das war's. Roter Knopf. Beenden. Jawohl. Das Eintreffen von deutscher Unterstützung stärkt die irakische Entschlossenheit beim Widerstand gegen die Alliierten. Kaiser Wilhelm II. Stirbt im Exil in den Niederlanden. Deutsches Reich entwickelt Logistikstufe 2. Sehr gut. Damit haben wir bessere Versorgung mit unseren Hauptquartieren. Produktionstechnologie, Fortschritte 68% auf 91%, sehr gut. 749 MPP, ja, das läuft gut. MPP-mäßig bauen wir uns jetzt hier zu einer richtigen Wirtschaftsnation, einer wirtschaftsstarken Nation auf. Ich glaube, dass uns das im Mittelteil und späten Teil des Spiels so zumindest der Plan den nötigen Vorsprung verschaffen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, Servus.